Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von meinem Windows. Das ist jetzt sozusagen ein Reaktionsvideo, ein Wunschvideo. Habe ich von einem User geschickt bekommen, so quasi Kanalkommentar. Ja, also du hast es jetzt gezeigt, wie man diese Zeitsperre bei Feature umgeht. Geht es auch bei uploaded.to oder nicht? Oder kannst du da mein Tutorial machen? Jetzt habe ich natürlich ein Tutorial gemacht, war klar. Und ja, ich habe jetzt erstmal was hochgeladen auf uploaded.to. Das finden wir hier auf uploaded.to original. Den habe ich schon abgespeichert. Wenn man nicht weiß, wie das geht, dann sollte man sich das vielleicht vorher anschauen, das Feature umgeben. Link wird in der Description stehen. Also wir gehen hier auf Bitte warten. Steht hier? Ja, 20 Sekunden. Ich möchte es aber nicht so lange warten. So, wie gesagt, runterladen sollte man können. Dann werde ich das Ganze wieder im Notepad++ Editor aufmachen. Wo ihr das findet, das steht auch wiederum im anderen Video drin. Also von daher, ich verweise wieder auf den Link. Ja, gut. Und zwar kopieren wir einfach mal das uploaded.eu original, unterstrich original. Kopieren, sondern benennen wir es um in uploaded.eu hacked. Damit das Tatsache wird, bearbeiten wir das dann mit dem Notepad++. Ich habe schon aufgemacht. War schon an der richtigen Stelle. So, wir müssen jetzt ein bisschen runtergehen. So circa bis zur Hälfte. Ja, ich ganz genau bis zur Hälfte. Und bis dann dieses hier kommt, ist es Skript, Halbtext, JavaScript. Das kommt so mehrere Mal, aber dann halt war 6. Das ist wichtig. Und hier haben wir uns das sozusagen genau schon auf die Nase gestoßen. Wir müssen hier gar nicht mehr sagen, ja, also du ziehst jetzt so und so viel ab und dann und den Rechenalgorithmus verändern. Nein, ganz einfach. Hier steht ja schon Wartezeit, das wurde schön auskommentiert. Und zwar, wir machen jetzt hier einfach von 31 auf 1. Ich mache mal zum Spaß 600. Speichern und Launch in Firefox. Mal jetzt wird das Ganze an den Firefox geschickt. Moment. Das dauert jetzt ein bisschen. So. 600 und wir sehen hier, es funktioniert. So, dementsprechend einfach ist es nun auch, einfach hier eine 1 hinzusetzen. Und speichern, das hier nochmal wegzumachen. Ausführen, Launch in Firefox. So, das macht da jetzt ein bisschen. Und dann hier einfach sofort frei. Jetzt dürfte es nicht gehen, weil ich das Capture nicht eingemacht habe. Genau. Aber wenn man jetzt nicht dieses Capture macht, dann hat man es auch trotzdem gleich wieder freigeschaltet. Jetzt kommt so dieses komische Bild. Normalerweise muss man dann wieder so lange warten, aber es ist hier wieder sofort freigeschaltet. Ja. Also, von daher würde ich sagen, Fall gelöst. Bitte Kommentar von dem, der das aufgenommen hat, also der den Kommentar geschrieben hat. Und zwar, ja. Da möchte ich noch gerne wissen, von wie halt die Bildqualität ist, wie die Audioqualität ist. Ich weiß, die ist scheiße, aber möchte ich trotzdem noch mal wissen. Und ja, wie halt das ist, der Inhalt, was ich so laber und was ich so zeige. Okay, das war es eigentlich schon. So. Und ich zeige es noch mal. Hier eins auf Wartezeit. Okay, Dankeschön und bitte schreibt Kommis und ja, ciao, euer Malwindow.